Frisch importiert aus Frankreich, meine Insider-Tipps des Monats. Kleider mit Spitze. Lange, lange Zeit gab es Kleider mit Spitze in Deutschland nicht zu erhalten, warum auch immer, aber endlich sind sie wieder da. Dabei ist so ein Kleid keine neue Erfindung, denn in den 20er, 60er Jahren gab es das alles schon mal, aber damals waren die Kleider mit Spitze so teuer, dass wirklich sich nur die Wohlbeleibten so ein schönes Kleid leisten konnten. Aber zum Glück leben wir jetzt in der Zeit heute sozusagen und ich verspreche euch, jeder kann sich so ein Kleid leisten. Was ich euch aus Frankreich mitgebracht habe, was da meine Highlights sind und die es auch jetzt in Deutschland gibt, die Bilder von den Kleidern zeige ich euch gleich. Aber zuvor möchte ich euch gerne noch ein paar kleine Outfit-Tipps zu diesen Kleidern geben, weil ich denke, das ist auch sehr wichtig. Gleich hier vorab, die Tipps sind ein bisschen allgemein, weil ich weiß ja gerade nicht, ob du groß oder klein, dünn oder leicht beleibt bist. Deswegen nimmst du mich übel, wenn ich nicht alle, das ganze komplette Spektrum abdecke. Aber wenn du eine Frage hast zu deiner Figur, dann ab damit in die Comments. Ich freue mich auf jeden Fall, dir dabei zu helfen. Jedenfalls, so ein Kleid mit Spitze würde ich empfehlen, gerade wenn ihr abends weggeht und es ein bisschen frischer ist, eine Jacke dazu zu wählen, die einen Strickanteil oder komplett eine Strickjacke ist. Denn Strick und Spitze harmoniert wundervoll und versucht auch die Farbwahl so zu wählen, dass es nicht komplett abweicht von dem Kleid. Also es kann sich ruhig die Farbe widerspiegeln, nicht ganz komplett gleich sein, aber auch nicht, es ist eine Neonjacke, so ein beige Kleid, das passt nicht. Und für untenrum, wenn es ein bisschen legerer sein soll, kann man auch eine Leggings anziehen, aber auch hier wieder versucht eine Leggings zu wählen mit einer einheitlichen Farbe, die zum Kleid passt. Nicht, dass ihr da jetzt eine Tiger-Leggings oder eine Neon-Leggings nehmt und habt dann darüber so ein schickes Kleid oder lockeres sitzendes Kleid. Das passt nicht. Also lieber, wenn ihr jetzt ein blaues oder schwarzes Kleid habt, dann entweder eine beige Leggings oder eine schwarze Leggings dazu. Das sieht wunderbar aus. Vielleicht noch was, so ein Tipp zur Jacke. Wenn ihr es ein bisschen Vintage haben wollt, versucht es mal mit einer Jeansjacke. Passt nicht zu jedem Kleid, aber manchmal wirklich ein Highlight. Das war es an dieser Stelle mit meinen Outfit-Tipps dazu. Wie gesagt, wer mehr wissen will für seine Figur, ab damit in die Comments. Und jetzt kommen die Favoriten, die ich euch aus Frankreich richte, die es auch in Deutschland gibt. Ja, stelle ich euch jetzt hier vor, ihr seht jetzt hier, es gibt die Kleider auch als lange Kleider, als knielange und als sehr kurze Kleider. Da mal aufpassen, gerade wenn ihr jetzt beispielsweise bei Amazon einkauft, da gibt es die Kleider sehr, sehr kurz. Die werden dann auch teilweise in China produziert. Aufpassen, dass es da nicht zu kurz ist. Und vielleicht auch nochmal hier so ein Tipp, gerade beim Preissegment. Es gibt natürlich wie immer Niedrigpreis, Mittelpreis und Hochpreis. Bei den mittelpreisigen, hochpreisigen Kleidern braucht ihr keine Angst haben, dass diese Spitzenkleider transparent sind oder durchsichtig, weil die Unterkleider meistens sehr gute Qualität haben, dass da nichts durchblitzt. Und bei den günstigeren kann es schon mal passieren, weil ja da irgendwo an den Stoff gespart wird, dass es leicht transparent ist. Aber wenn ihr das vorher weißt, könnt ihr das einplanen. Schrägstrich, manche wollen es ja auch so, dass es dann leicht erotisch wirkt, für weiß, was auch immer ihr das dann halt nutzen wollt. Meine Tipps, die ich euch geben kann, wie ich schon erwähnt habe, die günstigen, relativ günstigen, findet ihr bei Amazon. Aber die meisten Kleider zurzeit mit Spitze findet ihr bei Zalando. Ich habe auch noch ein paar andere Shops gefunden, aber da gab es nur immer so ein, zwei. Und ich sag mal so, wenn man sich manchmal so ein Kleid bestellt, kauft man sich dann vielleicht doch noch ein ähnliches Kleid dazu oder noch eine Leggings oder eine Strickjacke. Und bei Zalando bin ich der Meinung, findet man alles. Ihr könnt gerne auch bei mir im Shop schauen, da gibt es auch ein oder anderes. Zurzeit habe ich zwar keine Strickjacken, aber es kann sein, in dem Moment, wo du gerade das Video suchst, siehst, gibt es wahrscheinlich Strickjacken. Jedenfalls, das Spektrum ist groß. Meine Tipps, wo genau ihr das alles kaufen könnt, welche Kleider es gibt und ja, Outfits, Tipps und Co. unterhalb vom Video im Artikel. Und wie gesagt, wenn irgendwas fehlt, nutzt die Kommentarfunktion. Ich beantworte gerne eure Fragen. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Tipp geben für dieses Jahr, um euren Kleiderschrank ein bisschen aufzupeppen und euer Leben quasi ein bisschen schöner zu gestalten. Und wer weiß, vielleicht hast du demnächst so ein schönes Kleid mit Spitze und wirst von deinen Traumprinzen darauf angesprochen. In diesem Sinne, ich freue mich natürlich wie immer für ein Like
Und wer noch mehr von mir sehen will, die ganzen Outfits, Tipps und Co., kann mich hier oben wie immer irgendwo abonnieren. Und wer bei mir auf der Seite ist, wird noch ein schönes Highlight finden, ja, wie man wirklich richtig gutes Geld sparen kann mit so einem Kauf und so einem Kleid. In diesem Sinne noch einmal, schönen Tag noch. Bis dann. Ciao, ciao.